Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm. Hier ist Showtime, Ihre Kultursendung bei Alex Berlin. Hören Sie bei uns die schönsten Melodien und die neuesten Geschichten aus der Welt des Theaters und der Unterhaltung. Deinem Radio. Wir bringen den roten Teppich und die Stars zu Ihnen nach Hause und berichten von den Theaterhighlights unserer Stadt. Am Mikrofon Ihr Marc Rudolph und jetzt Vorhang auf, it's Showtime bei Alex Berlin. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu einer brandneuen Sendung. Und Sie haben es gesehen, draußen die Sonne scheint. Heute wird sie ganz besonders golden scheinen. Ich habe mir einen sehr spannenden Studiogast eingeladen. Er ist Autor, Regisseur und Produzent. Normalerweise hält er die Fäden im Hintergrund in der Hand. Heute stellen wir ihn ins Rampenlicht und es ist schön, dass er sich Zeit genommen hat. Ich begrüße Holm Dressler. Hallo Holm. Hallo Marc. Holm, ich werde heute im Laufe der Sendung mit dir über viele Dinge sprechen, wo die Leute sagen, ja natürlich, den Sender kennen wir, das Fernsehformat kennen wir, aber wir wussten nicht, wer dahinter steckt. Und das werden wir heute alles aus dir herauskitzeln. Denn Thomas Gottschalk ist ja wirklich, ich habe es mal gelesen, du bist der Macher von Thomas Gottschalk. Kann man das so sagen? Naja, das ist immer etwas schwierig, in der Öffentlichkeit sowas zu behaupten. Denn der Thomas wäre auch ohne mich was geworden. Das wäre nicht zu verhindern gewesen. Behaupte ich mal. Aber meine Stärke war es bei Thomas, aber später ja auch oder auch eher sogar noch mit Frank Elstner oder Günther Jauch und anderen, so ein bisschen, nenne ich das, den Rücken frei zu halten, dass die sich wirklich auf ihre Moderation, auf ihre Präsentation auf der Bühne konzentrieren konnten und ich sozusagen die Rückendeckung hinter den Kulissen gegeben habe, indem ich Ideen entwickelt habe, zusammen natürlich mit den Moderatoren, was machen wir, was tun wir, wen laden wir ein? Und da waren die sehr dankbar und haben sich dann auch komplett auf mich verlassen. Ja, du bist ein Garant für große Erfolgssendungen im Fernsehen. Wir werden im Laufe der Sendung auch noch drüber sprechen. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man denn eigentlich überhaupt zum Fernsehen? Denn ich habe rausgefunden, ursprünglich warst du ja als Gitarrist und Sänger in Bands unterwegs. Ja, bei mir war eben die Lust auf Entertainment eben so, dass die Schule ein großer Freizeitpark war. Und als ich dann als Rockmusiker unterwegs war, und die ganzen Schulen bis zur mittleren Reife, das heißt die Handelsschule, beendet habe, schickten mich meine Eltern zu einer Banklehre, was ich nicht wollte. Aber ja, mein Vater sagte, also das ist irgendwie schon wichtig, mach das bitte. Und dann bin ich dem gefolgt und habe bei der Deutschen Bank in Hameln damals die Banklehre gemacht. Und da war das Problem, dass für die Bank meine Haare zu lang waren, weil ich ja Rockmusiker war. Und für die Rockmusik waren die Haare zu kurz. So, ich musste irgendwo einen Mittelweg finden mit der Frisur. Das hat mich dann irgendwo auch getragen. Aber gut, ich habe die Banklehre tapfer hinter mich gebracht, auch gut abgeschlossen. Und was dann? Und dann bin ich nochmal zur Schule gegangen. Das herrlich, es gab noch einen Schulweg sozusagen. Und zwar konnte man auf dem zweiten Bildungsweg auf einer Ganztagsschule in Hannover das Abitur nachholen. Das war ein Kolleg und das habe ich gemacht. Prima, nochmal 2,5 Jahre Freizeitpark. Die Band war gerettet sozusagen, aber was dann? Irgendwann hatte ich das Abi, jetzt hatte ich Banklehre und Abi, was tun? Und da habe ich gesagt, jetzt mache ich Folgendes. Meine Mitschüler wollten alle Lehrer werden, ich aber nicht. Und Rockmusik als Profi wollte ich auch nicht werden. Also habe ich mich bei der TUI als Animateur beworben. Sag ich, das vielleicht nehmen die mich. Ich kann Gitarre spielen und habe Abi und Banklehre. Das wäre doch perfekt für den Animateur, den Urlaubsanimateur auf Gran Canaria. So. Ich habe das echt vorgehabt und habe mich da auch beworben und die wollten mich dann auf einen Kursus so schicken, 2 Wochen. Und ich erzähle das so detailliert, weil parallel hat dann ein Freund von mir gesagt, du, da in Hannover, da zeichnen die große Unterhaltungsshows fürs Fernsehen auf. Der NDR macht das für die ARD. Diese Sendung heißt Musik aus Studio B mit Rex Gildo und Peter Alexander, den ganzen deutschen Schlagerstars. Sag ich, prima, da gehöre ich doch hin. Also, natürlich. Ja, da richtig, das ist meine Welt. Also habe ich da angeheuert als Kabelträger
Ja, und habe die Kabel getragen, habe dann aber natürlich verglichen Bank und Fernsehen und die bunte Showwelt und habe gesagt, lasst mich hier rein, ich will ein Star werden. Na, der Weg war quasi geöffnet worden und wie es dann hier weiterging, das hören wir gleich nach ein wenig Musik. Jetzt habe ich natürlich überlegt, was könnten wir jetzt spielen? Lange Haare, kurze Haare, da gibt's ein Musical und ich denke, das passt hier ganz gut. Hair. Und dann hören wir uns hier gleich wieder mit meinem Studiogast Holm Dressler und dann sprechen wir über ARD, ZDF, Frank Elstner, Thomas Gottschalk und Günther Jauch. Bis gleich. Hörer, mein Studiogast heute, Holm Dressler. Und ja, es ging dann also weiter als Kabelträger. Nicht die Banklehre, sondern das Kabel bei den großen Unterhaltungsshows. Richtig. Und natürlich habe ich dann auch zugeschaut. Wer macht denn das hier? Und wer sind die wichtigen Leute? Und dann habe ich dort Regisseure angesprochen, die ich später dann natürlich auch wieder getroffen habe, als ich dann Produzent wurde. Und dazu zählte eben der Alexander Arndt, der Sascha Arndt, der später mit mir Wetten, das machte. Dazu zählte aber auch Dieter Pröttl, der später Talentschuppen und auf Los geht's los machte mit mir. Und Rainer Bertram, eigentlich auch ein Schlagersänger bei der damaligen Zeit, der die Regie führte, der mit mir dann später die Gottschalk Late Night machte. Insofern, man trifft sich immer wieder, gerade im Showbusiness. Aber damals habe ich eben nicht, nach wie vor nicht gewusst. Für mich waren Dinge, wenn ich hier bleibe, dann will ich ein Star werden oder Regisseur. Und möglichst schnell. Und dann habe ich gefragt, wie wird man das bei den Regisseuren? Und die haben gesagt, Geduld, Geduld, Geduld und zuschauen, zuschauen, zuschauen. Du musst einfach versuchen, bei verschiedenen Shows dabei zu sein und nur zuschauen. Einfach abgucken, so mehr oder weniger. Das habe ich dann beherzigt und das war, wie gesagt, 73. Und jetzt
kommt eigentlich eine lange Durststrecke. Und die sollte bis 77 dauern, als ich nämlich Thomas kennengelernt habe. Aber in diesen 4 Jahren, da habe ich wirklich eigentlich unter Existenzminimum nur von guter Laune gelebt und von damaligen Freundinnen, weil ich immer mich durchgehangelt habe als Freischaffender. Mal war ich Fahrer, dann war ich nix, dann war ich sogenannter dritter Aufnahmeleiter für das Kaffeeholen, dann war ich wieder nix, dann war ich wieder Fahrer, dann war ich wieder nix und so bin ich gehangelt durch eigentlich alle Fernsehsender und es dauerte 4 Jahre. Das heißt aber, es gibt ja keinen, der einen warnt oder sagt, es werden 4 Jahre. Also nach 2 Jahren oder nach 1 Jahr wurde ich schon ungeduldig. Warum funktioniert das nicht? Und dann geht das 2. Jahr und dann kommt das 3. Jahr und keiner sagt dir ja, du hast noch 1 Jahr und dann hast du es, sondern es tut sich nichts eigentlich für einen. Und dann ist das 4. Jahr fast zu Ende. Total und immer noch gute Laune. Und alle um mich herum, ob Freunde oder Eltern, gesagt, das wird doch nie was. Hauptsache, du kannst doch Gitarre spielen. Bewirb dich irgendwo nochmal bei einer Band. Und im Zuge dieses Tingelns, nenne ich mal, durch verschiedene Sender, war aber ich auch in Baden-Baden beim Südwestfunk, habe dort auch an die richtige Tür geklopft, nämlich des damaligen Abteilungsleiters Wolfgang Henk. Und der muss das irgendwie ganz gut gefunden haben, gerade dieses Tingeln, und hat gesagt, pass auf, ich habe eine Idee, was hältst du davon, hier eine Festanstellung als Nachwuchs-Show-Redakteur? Sag ich, das hört sich gut an, ist zwar nicht der Regisseur, den ich werden wollte, schon gar nicht der Superstar, aber es ist doch ein erster Schritt. Es ist der Titel, die eine Hälfte ist schon da, die andere, der Nachwuchs muss halt dann weg. Ja, ne? Richtig, genau. Und sagte so, und jetzt stelle ich dir jemanden vor, den wir hier gerade gecastet haben im Keller, nicht öffentlich für heute, sondern Moderationscasting, und der heißt Thomas Gottschalk. Nie was von gehört und so weiter. Und wir wurden einander vorgestellt. Das ist Holm und das ist Thomas und ihr macht jetzt was zusammen. Na prima, dann haben wir uns zusammengesetzt, ungefähr gleich alt. Wie gesagt, ich bin Jahrgang 49, Thomas Jahrgang 50. Da haben wir uns zusammengesessen und der Zufall wollte, dass ich durch diese Tingelarbeit vorher schon in Baden-Baden mich mit einem Techniker angefreundet hatte, mit einem festangestellten Techniker. Und der sagt, pass auf, ich hab ein kleines Zauberkästchen. Ich habe etwas erfunden. Vielleicht ist das was für eine Show. Und zwar die Computerspiele, die ist ja mit Joystick, Pong heißen die. Also das Tischtennis, was man normalerweise mit so einem Regler spielt, kann man auch mit der Stimme, mit Lautstärke. Ich habe so ein Kästchen, in dem ich die Signale umwandle und wir keinen Joystick brauchen, sondern je lauter man in ein Mikrofon ruft, bläst, pustet, was auch immer, umso höher geht der Schläger und vielleicht lässt sich daraus was machen. Wir fanden das schräg und haben da ein bisschen rumgetestet. Es funktionierte tatsächlich. Und daraus entwickelten sich die Telespiele. Die erste Computer-Game-Show im deutschen Fernsehen. Erst im 3. Und weil dieses reine Spielen noch nicht abendfüllend war, haben wir das aufgefüllt, indem wir gesagt haben, wir lassen Zuschauer gegeneinander spielen, Prominente gegeneinander spielen mit Trompete, oder Bud Spencer hat mit so einem Blasebalg dagegen gespielt. Und die haben das uns für verrückt gehalten, haben aber mitgemacht. Und jeder, der spielte, konnte sich aus einem Menü von Filmausschnitten oder Fernsehausschnitten einen Wunsch aussuchen. Wenn ich gewinne, dann spielt ihr bitte Otto. Und er sagte, wenn ich gewinne, spielt ihr bitte Peter Alexander. Also hatten eigentlich indirekt Otto gegen Peter Alexander gespielt. Die Zuschauer fieberten sie. Ich will aber den Ausschnitt sehen. Also dadurch war die Spannung da. Und daraus entwickelten sich Telespiele erst im 3. Wir kamen relativ schnell im 1. Und das war der Start tatsächlich für Thomas' Karriere und für meine hinter die Kulissen auch. Es ging ja dann auch weiter bei der ZDF mit einer der wohl berühmtesten deutschen Abendshows. Und die kennen wirklich alle, wetten das, alle die kennen. Ja. Welche das ist, das hören wir gleich nach ein wenig Musik. Aber jetzt ist natürlich die Frage, du hast gesagt, es wurde immer gegeneinander gespielt. Otto gegen Peter Alexander. Du bist unser Gewinner in der Sendung. Also Otto oder Peter Alexander? Was spielen wir jetzt? Also gibt es was Radiomäßiges von Otto Walkes? Ja bestimmt, mit seinen Friesenjungs müsste ja was gehen. Dann Otto. Das wird unser Chefredakteur, der kriegt jetzt gerade einen Blutsturz, aber er wird etwas finden. Ja. Wir sind gleich wieder da mit Holm Dressler. Wunderbar. Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm.
mein. Wenn auch der Himmel weint und keine Sonne scheint, ich bin mein bester Freund. Moment mal, ich dachte immer, ich bin dein bester Freund. Sing ich doch die ganze Zeit. Ich bin mein bester Freund, der ehrlich mit mir meint. Wenn auch der Himmel weint und keine Sonne scheint, ich bin mein bester Freund. Zum Beispiel nur mal angenommen, ich bin ganz allein, ja? Und will mit meinen Sorgen nicht so einsam sein. Ach, dann greife ich doch zum Telefon und rufe bei dir an. Dann lass ich's einfach klingeln und geh ganz bestimmt nicht ran. Und bin ich mal beim Schwimmen und kriege einen Krampf. Ui. Und sehe ein, es geht nicht mehr, vergebens ist mein Kampf. Oh. Zum Glück gibt's meinen Freund, der lässt mich hier nicht so versinken. Nein, nein, ich werde am Ufer stehen und dir zum Abschied winken. Ich bin mein Wir gehen nachts durch eine dunkle Gasse. Da kommt ein Räuber auf uns zu und bittet uns zur Kasse. Er zückt schon seine Waffe, ich bin ganz starr vor Schreck. Ich versteck mich hinter dir und renn dann ganz schnell weg. Ich bin mein bester Freund, der ehrlich mit mir meint. Bin auf der Himmel weit und keine Sonne scheint. Ich bin mein bester Freund. Was für ein guter Freund ich bin. Ich geh für mich durch dick und dünn. Wenn ich nicht brauch, bin ich stets da. Mein Freund zu sein ist wunderbar. Ich sing es laut, damit ihr wisst, wie wichtig für mich Freundschaft ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Studiogast heute Holm Dressler und eine Legende des Fernsehens, Wetten, dass. Du hast da die Fäden gezogen. Wie ist dieses Fernsehformat damals am Anfang mit Frank Elstner zustande gekommen? Also ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich beim Südwestfunk in Baden-Baden meine Start beginnen konnte mit Thomas. Zu derselben Zeit hatte dort Frank Elstner die Montagsmaler. Und zur selben Zeit hatte Blacky Fuchsberger auf Los geht's los. Und der Unterhaltungschef hat mir eben gesagt, Telespiele gut und schön, das füllt dich aber noch nicht aus. Du machst jetzt auch noch die Montagsmaler und du machst auch auf Los geht's los als Redakteur mit mir zusammen. Ich leite dich hinter den Kulissen. Dadurch habe ich eben Frank kennengelernt und dann, wir sprechen immer noch von den Jahren 77, 78, und 81 oder 80 hatte der Unterhaltungschef Wolfgang Penck, der uns zusammengebracht hat, das Angebot vom ZDF, dort Unterhaltungschef zu werden. Und er wollte das machen, hat sich aber bei Frank, beim Thomas und bei mir rückversichert, würdet ihr mitkommen zum ZDF, wenn ich diesem Angebot folge? Und da haben wir gesagt, mit Venen fahren, selbstverständlich. Und so kam es auch. Das heißt, der Wolfgang Penck ist Unterhaltungschef geworden und mit einer zeitlichen Verzögerung sind Frank und ich und später auch Thomas ihm gefolgt. Der Frank hatte natürlich dann den Zugzwang, Montagsmaler konnte er ja beim ZDF nicht machen, also was Neues zu erfinden. Und er hatte damals die Guinness Book of Records Show im britischen Fernsehen gesehen und die schwebt ihm vor, dass Menschen etwas Verrücktes versuchen zu erreichen, damals wie auch das Guinness Buch, also die verrücktesten Dinge, nur mit dem Unterschied, dass man eben wettet, ob ihnen, was sie vorhaben, tatsächlich gelingt. Und hatte dann das auf ein Stück Papier geschrieben und hatte das Wetten, dass genannt und der Peng fand das prima und das ZDF auch. Und die haben dann die erste Show im Februar 81 produziert. Da war ich aber noch sozusagen zeitversetzt bei der AD mit Auf Los geht's los und Blacky. Aber ich wusste ja, dass ich ein halbes Jahr später auch folgen würde. Also die ersten vier Sendungen habe ich als Zuschauer gesehen und sie war, das weiß man kaum noch, kein Erfolg von Anfang an. Das heißt, der Frank hatte sich ein bisschen verzettelt in seine Liebe der Talkshow. Also er wollte lieber sprechen als spielen. Und es zog sich hin. Und damals waren Überziehungen schon ein Thema, aber nicht gern gesehen. Und man hatte das empfunden in der Presse, dass das irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes war. Also Wetten, das war von Anfang in der Kritik.
auch die zweite, dritte, vierte und ich bin mit der fünften eingestiegen. Nicht, dass ich dann sofort ein Erfolg wurde, nein, sondern ich geriet auch mit in den Strudel, wie machen wir es und wie macht man es eben auch richtig, weil dieses Basteln passiert ja in der Öffentlichkeit. Und ich habe als erstes gesagt, Frank, auch wenn es dir vielleicht irgendwie gegen den Strich geht, aber eine Wette, die wir holen von Kandidaten, die darf ruhig mal verloren gehen. Denn Frank war beseelt von den Gedanken, das wenn ich etwas im Fernsehen präsentiere, dann gelingt das. Ja. Sonst brauche ich die ja gar nicht einzuladen. Ne? Also er war beseelt, es muss klappen. Unbedingt. Dann habe ich gedacht, das Wesen der Wette ist aber der offene Ausgang. Und es muss nicht ein Flop sein, wenn eine Wette misslingt. Wenn es denn spannend erzählt wird und wir durch Zeitvorgaben, wie auch immer, was machen. Und das Zweite ist, wenn die Prominenten wetten, sollten sie einen Wetteinsatz liefern. Wenn ich verliere, mache ich dies oder jenes. Und diese beiden Dinge haben wir dann auch eingeführt. Es war aber nicht sofort spürbar. Wir hatten dann technische Probleme mit bestimmten Wetten. Und die Mutter aller Wetten, so wie ich es nenne, war im selben Jahr, also immer noch 81, dann im Dezember, ein Tag vor meinem Geburtstag. Das war die Wette, dass es einem Kandidatenteam aus der Schweiz gelingt, einen 8 Tonnen schweren LKW auf 4 Biergläser zu stellen. Und das war unglaublich. Und jetzt muss man wissen, natürlich diese Wetten, die uns eingereicht wurden, haben wir auch getestet. Und da war eben der Punkt, wo ich sage, ich war verantwortlich für die Wetten und wir werden nicht nur mit dem Auge sehen, ob das klappt, sondern auch wenn es nicht klappt, ist es vielleicht trotzdem gut für die Sendung, weil es vielleicht der Weg dahin spannend ist. Und wir haben auch diese Bierglas-Wette getestet und sie hat nicht geklappt. Aber es war trotzdem spannend. Trotzdem habe ich natürlich immer das mulmige Gefühl, einen LKW auf 4 Biergläser zu stellen, die dann platzen. Das kann jeder genau kommen. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, vielleicht klappt es ja. So, und dem Frank hatte ich erzählt, es hat geklappt beim Test. Was aber nicht stimmte. Also bin ich da ein hohes Risiko gefahren. Und in der Sendung klappte es. Mit einer solchen Spannung auch, dass die Zuschauer und die Presse wirklich dann gejubelt haben, also die Presse und die Zuschauer. Und das war wirklich die Mutter aller Wetten. Das war der Durchbruch, diese LKW-Wette. Und ab dann hatten wir eigentlich leichtes Spiel. Denn jetzt wusste man, was man wollte, wie die Wetten aussehen, die Promis. Und wir hatten immer noch auch später in den Sendungen Berg und Taylor mal manche schwächere Wetten, gute Wetten, aber es hat keiner mehr gezweifelt. Und das war sicherlich dann für alle ein großer Erfolg. Ich selbst hatte ja dann um Mitternacht Geburtstag und bekam zur Belohnung eine Torte ins Gesicht. Und zwar von Mike Krüger, der diese Wette angeboten hat. Ah, okay, der gesagt hat, wenn es nicht klappt, kriegst du eine Torte ins Gesicht. Ja, großartig. Genau. Besser als, dass sie dir die 4 Bierflaschen hinterherwerfen. Ja, ne? Das, ja. Wetten, das ist ja wirklich legendär. Mhm. Und da waren natürlich auch die Stars, die du eingeladen hast oder die eingeladen wurden. Es waren ja alle da. Ja, auch das wurde natürlich, entwickelte sich mit der Wirkung von Wetten, das, als sie dann ein Erfolg wurde, also 82 und 83. Und auch da gab es eine Entwicklung. Frank wollte eigentlich nur deutschsprachige Gäste, weil er eine Scheu hatte, auch damals noch nicht so üblichen Simultanübersetzungen in deutschen Shows. Die kannte man von politischen Sendungen, in Shows noch nicht. Und er fühlte sich da auch nicht sicher, wenn die in ihrem Ohr da rumfummelten. Und eine wesentliche Form oder eine Vorgabe von Frank war, bei mir kommen nur Gäste, die keine Werbung machen. Ich möchte nicht Werbung für ein Buch, für eine Tournee, eine Platte oder für einen Film machen. Und darum schränkte sich natürlich der Kreis ein, denn ich hatte schon bei Telespiele, auch Terence Hill und Bud Spencer oder andere, damit sie einen Film vorstellen können. Und ich fand das eigentlich ein Geben und Nehmen. Ich habe das eingesehen, dass die zu einem vernünftigen Preis, einem Promotion-Preis kommen, die Show mitmachen und dafür zeigen wir einfach auch den Film. Ich fand das überhaupt nicht problematisch. Aber Frank hatte so das Gefühl, das sollte nicht sein.
hatte sich dann aber später auch damit abgefunden, dass wir die großen Stars nur so bekommen. Und die Einladung dieser großen Stars waren wirklich so zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder wurden sie uns tatsächlich angeboten, eben von den Filmfirmen oder von den Konzerttourneen. Da ist Barbra Streisand auf Tournee. Wollt ihr sie haben, sozusagen, oder Elton John? Oder da ist der Film, wollt ihr Richard Gere haben? Oder umgekehrt, wenn es Wünsche unsererseits gab, haben wir auch natürlich recherchiert, sind die irgendwo in Deutschland, weil wir können keine Gagen zahlen, wir können auch nicht drei First-Class-Ticket aus Los Angeles. Es war immer eine Recherche, könnten die unterwegs sein, oder London reichte ja schon, oder europäisches Ausland, wo wir sie dann eingeflogen haben. Und beim Thomas war es ja dann noch mehr verstärkt, diese internationalen Stars, die dann aber auch den Reiz natürlich irgendwann ausmachten, dass die deutschen Stars neben den internationalen Stars, die Simultanübersetzung wurde nicht mehr in Frage gestellt, die klappte, und dann noch die Musikstars und tolle Wetten. Also war eigentlich waren die Zutaten für eine gute Show gegeben. Ein Straßenfeger. Ja, ne? Ja. Es waren ja alle da, Cher waren da, Madonna war da, Siegfried und Roy waren da. Ja. Aber ein Auftritt hat die Medienwelt und auch die Musikwelt für immer verändert, Michael Jackson. Ja, das war in Duisburg, denn er war ja zweimal zu Gast. Und der besondere Auftritt, also auch hier nochmal zu meiner Person, ich werde oft so als der Regisseur von Wetten, das betitelt, weil man sich da offensichtlich am besten das vorstellen kann. Das war ich nie, sondern ich war der Produzent oder der zuständige Redakteur. Und der Regisseur war zu der Zeit Alexander Arns, Sascha Arns. Und das erwähne ich hier, weil ihm ist dieser Auftritt dann eigentlich, dass er so gelungen ist, von Michael Jackson zu verdanken. Er hat zusammen mit dem Bühnenbildner Pitt Fischer sich da eine richtig vorbereitet, und mit dem Gabelstapler, wo der Michael Jackson hochgefahren wurde, der Windmaschine, die ihm dagegen blies, dem Chor, dem Gospelchor, der auf einmal überraschend noch auftrat. Und es war wirklich ein so phänomenaler Auftritt, eben auch inszeniert von Sascha Arns, so top inszeniert, dass der Michael Jackson und dessen Management diesen Clip auch haben wollten und auch bekommen haben, um ihn sozusagen für sich wiederum zu zeigen, seht her, was wir da in Germany gemacht haben. Good old Germany, ja. Also es war schon eine besondere Sache. Und Michael Jackson war natürlich selbst kein einfacher Patron. Nicht, dass er jetzt irgendwie unfreundlich war, aber er war im Gegensatz zu seinen Auftritten so schüchtern, so stumm genau genommen, dass er gar nicht kommunizierte eigentlich. Aber nicht, weil er unfreundlich war, sondern der wirkte wie ausgewechselt, wenn er seine Show dann präsentierte. Das ist ja ganz oft so. Und ja, dann bleibt uns eigentlich nur eins übrig, unseren Hörern diesen Song, Earth Song hier zu bringen. Und dann sind wir gleich wieder da mit Holm Dressler, sprechen über RTL, TV-Dokumentationen und vieles mehr. Gleich hier bei uns im Studio. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? What have we done to the world? Look what we've done. What about all the peace that you pledged your own? Sun. What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children?
Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm. Hier ist Showtime, Ihre Kultursendung bei Alex Berlin. Hören Sie bei uns die schönsten Melodien und die neuesten Geschichten aus der Welt des Theaters und der Unterhaltung. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, heute Holm Dressler, mein Studiogast. Wir haben gerade gesprochen über die ARD, über die ZDF, Wetten, dass Thomas Gottschalk, Frank Elstner. Jetzt ging es dann zu RTL und Günther Jauch kam auch mit ins Spiel. Auch da, Günther, habe ich schon noch vorher beim ZDF kennengelernt. Also beim ZDF war ich verantwortlich eben für Wetten, dass mit Frank Elstner. Und dann kam der Thomas eben zeitversetzt rüber. Und was machen wir mit ihm? Die Sendung hieß dann Na Sowas, die wir für ihn entwickelt haben. Eine Kuriositätenkabinett. Auch Menschen, die was Besonderes können. Aber dort waren jetzt andere Kriterien. Die wollten nicht erst was aufbauen, etwas zusammenstecken oder was auch immer, wie bei Wetten, dass, sondern sie haben irgendwas Besonderes gemacht. Sie wollten, was ich, vom Kirchturm in eine Pappschachtel springen oder was auch immer, irgendwas Verrücktes machen. Und das Verrückte war für uns beinahe sowas. So, und dann, als denn der Frank aus Prinzip übrigens sagte, ich mache keine Show länger als 6 Jahre. Ich habe 6 Jahre Montagsmaler gemacht, früher 6 Jahre andere Dinge, Programmdirektor bei RTL. Mache ich auch, Wetten, dass nur 6 Jahre und ich habe 81 angefangen, also werde ich 87 mit Wetten, dass aufhören. Das hat er uns rechtzeitig erzählt. Hatte wohl aber im Hinterkopf, dass mit ihm dann auch die Sendung aufhört. Das ZDF hatte aber anderes und hatte den Thomas im Visier. Und ich habe vorher so ein bisschen inoffiziell den Thomas gefragt, pass auf, der Frank, würdest du Wetten, das machen? Klar, die sollen mich fragen. Und dann kam es soweit, die haben den Thomas gefragt und erst da wiederum mit wehenden Fahnen dann zu Wetten, das gefolgt. Und was machen wir jetzt mit einer Sieste oder sowas? Ja, gesagt, da gibt's, hat der Thomas den Günther empfohlen, mein Kumpel aus Bayerischen Rundfunkzeiten, Günther ja auch. Der würde Na Sowas übernehmen. Holt euch den. Dann hat ZDF den Günther eingekauft, aber wir haben es nicht Na Sowas genannt, sondern Na Sieste. So habe ich dann die Show Na Sieste, ähnlich wie Na Sowas war, ein bisschen journalistischer, weil der Günther darum gebeten hat, jetzt nicht nur im Ballettrock aufzutreten, sondern auch mal ein ernstes Thema behandeln zu dürfen, wie damals beispielsweise der verunglückte Handballspieler Joachim Deckarm. Ne, das sind auch solche Themen. Und dieses heiß-kalt, habe ich das genannt, zwischen den Unterhaltungsthemen, den Switch zu bekommen in ein ernstes Thema, das konnte Günther. Das kann er ja heute noch. Der kann sehr schnell die Atmosphäre schaffen. Wir haben eben gelacht. Jetzt sind wir mal im Moment ernst. Jetzt ist genug ernst, jetzt lachen wir wieder. Das konnte er sehr gut. Deshalb habe ich dann parallel sozusagen, wir sprechen immer noch über die 80er Jahre, mit Frank eben dieses Wetten, dass gehabt, mit Thomas Wetten, dass, mit Günther Nasiste und mit Günther und Thomas die internationalen Funkausstellungsshows, die 3 Stunden live waren, die 2 im 2. Hießen die und die waren 3,5 Stunden live, 10 Tage lang während der IFA. Und da haben die beiden zum ersten Mal gemeinsam moderiert und da hat sich gezeigt, dass sie beide einander ergänzen und sich nichts nehmen, nichts wegnehmen. Ja. Sie haben sich auch wie im Radio auch so gegenseitig hochgenommen. Das mochte das Publikum. So, dass tatsächlich jetzt einfach mit den Matadoren Elstner, Jauch und Gottschalk, ich da wirklich hinter den Kulissen einiges zu tun hatte, aber auch lustvoll zu tun hatte, denn es war ein großes Vergnügen, weil ich eben auch mit den Genannten mich sehr angefreundet habe und wir uns auch privat getroffen haben. Es war eine Ergänzung, aus der einfach großartige Fernsehgeschichte entstanden ist. Und dann kam etwas, was ich persönlich auch sehr interessant finde, und zwar die Abteilung Dokumentationsfilm oder Dokumentarfilm. Darüber sprechen wir gleich. Wir machen hier noch ein bisschen Musik. Und dann hast du auch noch seine Schwester, also die Schwester von Thomas Gottschalk, Raffaela Ackermann, mit an Bord geholt. Aber darüber sprechen wir gleich nach ein bisschen Musik hier bei uns in der Sendung.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Holm Dressler heute mein Studiogast und wir sind jetzt gerade noch bei RTL, wo ja auch die Late Night einen ganz neuen Schwung in Deutschland bekommen hat, weil das gab es ja so noch gar nicht. Nein, in der Tat. Der Thomas kannte, weil er in Amerika damals schon oft war, die Late Night Show und hatte für sich immer das auch als reizvoll empfunden, aber es gab es im deutschen Fernsehen nicht. Und wir hatten ja mit Wetten, dass einfach auch einen Riesenerfolg und sozusagen mussten auch nicht irgendwelche neuen Formate erfinden, denn es lief sehr gut. Aber gerade als es sehr, sehr gut lief, kam tatsächlich RTL und hat zu Thomas gesagt, pass auf, wir würden gerne mit dir die erste Late Night im deutschen Fernsehen platzieren. Das bedeutet aber, du müsstest Wetten, dass quittieren. Das heißt, wir wollen dich exklusiv haben und du müsstest dann eben Wetten, dass aufgeben, damit du bei uns bei RTL anfängst. Erstmal mit einer wöchentlichen Show, die dann Gottschalk heißt und dann später aber mit der Late Night Gottschalk. Und der Thomas hat gesagt, nur wenn ich den Holm mitbringen darf, auf der Rückbank sozusagen. Da haben die natürlich erstmal geschnupft, nicht von vornherein gesagt, wir haben auch Redakteure. Aber der Thomas hat dann wirklich sich vor mich gestellt und gesagt, nur mit Thomas, mit Holm im Rücken mache ich das. Und dann sind wir tatsächlich dann zu RTL gewechselt, haben erst die wöchentliche Gottschalk-Show gemacht. Streng genommen nichts anderes als, na so, was war vom ZDF, aber es hat keiner gemerkt. Und wir haben in dieser Zeit ja auch unter anderem Heidi Klum entdeckt, als wir haben den ersten Model-Wettbewerb in Gottschalk gemacht, den gab es auch noch nicht in der Form, mit 40.000 Models, die sich beworben haben. Ich war der erste Regisseur von Heidi Klum, die damals 18-jährig noch in der 13. Klasse sich beworben hat in Bergisch Gladbach und ich mit ihr in einem Hotel am Tegernsee im Spa-Bereich so unter Wasser oder nicht über Wasseraufnahmen gemacht haben, ja, um dann halbwegs einen Film hinzubekommen. Das da erinnere ich mich sehr gerne dran. Und daran schloss sich dann eben aber die Late Night Show, die in Deutschland noch keiner kannte. Wir ja auch nicht wirklich. Und da muss man vielleicht auch noch ein bisschen kurz dann erzählen. RTL wusste nicht, welche Quote wir erreichen sollten, weil es das nicht gab. Und hat dann gesagt, 1 Million Zuschauer solltet ihr schon erreichen, damit sich das auch rechnet durch die Werbekunden. Das haben wir locker erreicht. 1,6, 1,5, also prima. Und nach dem zweiten Jahr hat dann RTL gesagt, den Brüdern in München geht's zu gut. Ja. Wir verschärfen mal die Anforderung. 2 Millionen wollen wir jetzt haben, täglich. Das haben wir nicht geschafft. Es blieb bei 1,6, 1,5, aber nicht 2. Und jetzt fing auf einmal eine Diskussion an, wo bis heute mir unklar ist, wer diese Diskussion angezettelt hat, denn sie wäre gar nicht notwendig geworden. Denn wie erreicht man 2 Millionen, die wir nicht erreicht haben? Und dann hatte RTL von uns gefordert, hart recherchierte Themen statt Unterhaltung einzubauen. Das heißt, damals gab es den erfolgreichen Hans Meise am Nachmittag und da ging es um Vergewaltigung in der Ehe, um Kosovo-Krieg, was auch immer. Und das wollten die jetzt in der Late Night mit Thomas. Da hat gesagt, das ist für mich undenkbar. Ihr habt den Thomas und das sollte das auch nicht tun. Er ist gebildet genug und er hat eine soziale Haltung. Nicht, dass er dazu nichts zu sagen wüsste, aber er sollte es nicht tun. Und da hat dann RTL drauf bestanden und dann habe ich gesagt, dann aber nicht mit mir. Bin dann noch Produzent gewesen, aber dadurch gab es einen leichten Knacks, weil der Thomas eben dann sagte, naja, vielleicht kann ich es ja, aber sonst canceln die noch morgen diese Late Night und das wäre für mich unvorstellbar. Also da gab es den Bruch zwischen Thomas und mir, den wir uns nicht vorstellen konnten.
Gut, Schwamm drüber. Wir haben unseren Waldspaziergang relativ bald gehabt und auch wieder eine Reunion-Show bald mit 50 Jahre Rock im ZDF. Genau. Und seitdem geht's auch wieder alles gut, aber das war eine aufregende Zeit. Ja, aber manchmal ist es ja auch so, um den Kopf wieder auch ein bisschen frei zu kriegen, dass man erstmal ein bisschen Luft dazwischen bringt, um dann auch wieder neue Ideen zu haben. Ja, also ja. Ich merke das ganz oft, ich muss auch erstmal immer, wenn ich ein Projekt habe, wo ich nicht mehr weiterkomme oder weiterkommen kann, erstmal den Kopf frei kriegen und dann geht's schon wieder. Ja, ja. Dann geht's schon wieder los. War das dann auch schon die Zeit, wo du dich dazu entschlossen hast, TV-Dokumentationen oder Dokumentarfilme zu planen? Also das war alles so ein bisschen parallel. Ich habe noch zu Zoma-Zeiten natürlich gemerkt, dass so meine kreative Lust ungebrochen ist, auch für andere Formate, also auch für Filme zum Beispiel, also im Fiction-Bereich, so dass ich damals ich war ja auch freiberuflich nach wie vor tätig mit Firmen wie Thomas, auch mit eigener Firma unterwegs, so dass ich so sagte, ich werde mich auf drei Beinen stellen. Das ist vielleicht klingt wackelig, aber auf drei Beinen steht man ganz gut, wie ein Stativ zeigt. Das eine Bein ist die Show. Das zweite Bein ist Fiktionales, Dokumentation. Und das dritte hat gar nichts mit Fernsehen zu tun, es sind Firmen-Events, die auch Shows bestellen. Große Autos, die ihre Wagen einführen. So, und habe dann einfach mitgenommen, was möglich war. Viele haben mich auch gewarnt, weil man in Deutschland hat man immer das Gefühl gehabt, man verzettelt sich, mach doch eins. Warum machst du denn so viel? Was soll denn das? Also genauso, wenn ein Schauspieler anfängt zu singen, das ist ja heute auch immer noch mit einem Oku oder umgekehrt. Und ich sage, ich will mich aber nicht einschränken lassen. Ich will heute einen Film und morgen eine Show und übermorgen ein Event machen. So, dass ich tatsächlich allen Formaten offen war und die Dokumentation natürlich auch wie so oft dann auch ein Zufall war, dass ich die AIDA Cruises bei mir gemeldet hat und sagt, Mensch, wir haben ein großes neues Schiff, die AIDA Prima, die liegt aber noch in der Werft in Nagasaki. Die ist noch nicht fertig gebaut. Schwimmen kann sie schon, aber sie ist noch nicht fertig gebaut. Und die wollen wir überführen, ohne Passagiere, nach Hamburg. Und in dieser Zeit werden die Innenausbauten gemacht. Und da sage ich, das ist ja spannend. Ein Kreuzfahrtschiff ohne Passagiere ist 4 Wochen unterwegs. Dann habe ich das dem Nachrichtensender N24, heute Welt, angeboten. Und die haben gesagt, machen wir 2 Folgen daraus, machen. Und wie erfolgreich diese Folgen wurden und was danach kommt, darüber sprechen wir gleich. Aber du hast gerade die 3 Standbeine angesprochen. Die haben wir hier auch. Wir haben eine Sendung, wir haben einen fantastischen Studiogast und drittens gute Musik. Berlin. Deine Stadt, dein Programm.
liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken es, Holm Dressler ist ein Mensch, der ein spannendes Leben hinter sich und noch viel Spannendes vor sich hat. Zusammen mit dir hier zu sitzen ist einfach ein Geschenk. Aber du hattest auch das Geschenk, bei der Überführung eines großen Kreuzfahrtschiffes, der AIDA Prima, mit dabei zu sein. Ja, der Auftrag, auch da wiederum, man kennt sich ja in den Medien, und der Entertainment-Chef von AIDA war Boris Brandt. Den wiederum habe ich kennengelernt in seiner Eigenschaft als Programmdirektor bei ProSieben. Und für ihn habe ich damals einen großen Eventfilm mit Peter Maffay als Schauspieler machen dürfen, Gefangen im Jemen, der sehr erfolgreich war. Dadurch kannte man einander. Und dem Boris habe ich irgendwann mal gesagt, Menschenskinders, habt ihr nicht was Spannendes? Und der gab mir den Tipp. Der sagt, wir haben da ein Kreuzfahrtschiff in Nagasaki, das nicht fertig wird. Und jetzt haben wir auch die Geduld verloren. Wir warten nicht, bis es fertig ist, sondern Hauptsache, das kann schwimmen, und den Rest machen wir unterwegs. Ja. Und da habe ich gesagt, klingt gut, darf ich das dokumentieren mit mehreren Teams? Und so kam es, ich hatte dann den Auftrag von AIDA und den Auftrag von N24, diese Reise mit mehreren Kamerateams zu begleiten. Und das war eine spannende Geschichte. Über 3,5 Wochen, 4 Wochen waren wir da an Bord und haben mit den Mitarbeitern, mit den Arbeitern ja, die auf dem Schiff gesägt, gehämmert und haben dann einfach in ihren Kajüten, hätte ich fast gesagt, gegessen. Die Zimmer, also die Kabinen waren schon fertig, das sind ja in Fertigbauweise, die wurden schon eingebaut, aber sonst stand dann noch nichts. Wir kamen auch durch schweres Wetter dann im Mittelmeer. Es war alles, was so eine Dokumentation braucht. Am Ende mit einem Happy End. Es wurde fertig. und ich habe dann auch in der zweiten Folge die erste sogenannte Nordfahrt mit denen gemacht, die Metropolentour, die über Southampton und Le Havre dann wieder zurückführte. Das war dann die zweite Folge und das war eine großartige Geschichte. Dann hast du aber noch Raffaela Ackermann mit an Bord geholt und es ging mit Welt der Wunder weiter. Ja, also Welt der Wunder, ein Spartensender, der sich aufstellte in Deutschland, ähnlich wie Servus TV. Die sagten, wir machen keine Reality-Sendung, wir wollen Dokumentation für ein gebildetes Publikum, und wir machen auch Shows, wie auch immer. Und den Hendrik Hai, den kannte ich auch schon eben aus früheren Zeiten. Und die Raffaela Gottschalk, die jüngere Schwester, es gibt ja den Christoph, den man ja auch kennt über die Werbung mit Thomas, und die dritte im Bunde ist eben die jüngere Schwester. Und der Thomas, die haben ja die drei Geschwister relativ früh ihren Vater verloren, und der Thomas hatte so eine Vaterfunktion für die Geschwister auch gehabt. Und die Raffaela habe ich eben auch über Thomas kennengelernt und habe sie immer sehr geschätzt, weil sie genau der weibliche Gottschalk war. Ne? Blonde Haare, schlank, hochgewachsen, die gleiche Nase, uncharmanterweise mal so sagen. Und aber den gleichen Witz, Aber sie wollte auch immer ins Fernsehen. Aber der Thomas hat gesagt, nee, ein Gottschalk reicht. So, das hat er sich raushängen lassen. Der wollte das nicht. Und ich wusste aber, dass die Raffaela am liebsten das schon hätte. Und dann habe ich gesagt, komm, mit so einem kleinen Spartensender, Thomas, da kannst du doch nichts gegen haben. Der hatte schwer zu knabbern. Der hatte immer Angst, wenn sie es nicht kann, dass sie ihn mit in den Strudel reißt. Das ist überhaupt nicht, das kriegt ja keiner mit. Ich habe das runtergespielt, und dann hat er dann seinen Segen gegeben, den brauchte sie aber, um das zu machen. Und dann habe ich mit ihr verschiedene Talkshow-Formate gemacht, wo sie zunächst mehrere Gäste, dann aber auch nur einen Gast immer hatte. Egal ob Uwe Ochsenknecht oder auch die Entführte der Landshutmaschine, also ähnlich wie Günther Heiß und Kalt, wie ich das auch da wieder genannt habe, nur mal ein Unterhaltungsgast und mal einfach einen Spannengast, der nicht der Unterhaltung zuzuordnen ist. Und das konnte die Raffaela perfekt, und wir haben das 4 Jahre produziert. Beide hätten wir es gerne weitergemacht, aber der Sender hat im Moment einfach Schwierigkeiten, auch Finanzierungsschwierigkeiten. Und wie es nicht nur Produzenten geht, es auch Fernsehsendern, die auch letzten Endes ja über das Überleben kämpfen. Und da drücken wir gerade dem Sender die Daumen. Natürlich, wir klopfen auf Holz. Achtung. Und wissen, dass das bestimmt weitergeht. Hier geht es gleich weiter mit etwas Musik, und dann, ja, dann wird die goldene Sonne für dich scheinen, denn du bist von Sonnenklar TV ausgezeichnet worden mit einem ganz bestimmten Preis, bei dem du
immer sonst im Hintergrund die Fäden ziehst, aber einmal auch im Rampenlicht stehen durftest. Hier gleich nach etwas Musik sprechen wir mit dir über die goldene Sonne. Stars desert the skies and rush to nestle in your eyes. It's magic. Ah, the golden one. Oh, mystic charms. Fantastic things begin when I am in your arms. When we walk hand in hand, the world becomes a wonderland. It's magic. How else can I explain those rainbows when there is no rain? It's magic. Why do I tell myself these things that happen are all to be true? When in my heart I know the magic is my love for you. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Studiogast heute, Holm Dressler, und wir haben schon über viel gesprochen, über die Zeit beim ARD, beim ZDF, Frank Elsner, Thomas Gottschalk, Günther Jauch, Wetten, das und ganz viele verschiedene Formate, TV-Dokumentationen. Also eigentlich sollten wir eine ganze Woche oder einen ganzen Monat mit dir machen, weil es ist unglaublich. Aber du hast auch die Sonne zum Leuchten gebracht, und zwar die goldene Sonne von Sonnenklar TV. Ja, auch da kurz vorher erwähnt, einfach damit man sie namentlich genannt hat. Denn großen Spaß hat mir auch Zusammenarbeit mit Dieter Hallervorden gemacht, für den ich produziert habe, verstehen Sie, Spaß für die ARD. Habe ich oder, gerade oder gesehen. Heller von ja. Sinnen für RTL 2, eine Comedy-Show, Sissi Perlinger für die ARD. Also verschiedene große weitere Stars, Rudi Carrell habe ich auch gearbeitet, die Urlaubsshow auf RTL. Also ich muss es wiederholen, ich habe nichts ausgelassen. So, Gott sei Dank. So, und irgendwann kam der damalige Chef von Sonnenklar, Andreas Lambeck, auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, eine große Preisverleihung, die sie da gerade schon ein Jahr lang hatten, mit ihm zu gestalten und zu inszenieren. Und die goldene Sonne, eben weil Sonnenklar, eben ein Unternehmen der FDI Group, Europas größten Reisekonzern. Und sie wollten, hatten auch strategisch vor, die Sonne immer stärker scheinen zu lassen, die Strahlkraft immer größer werden zu lassen. Und gesagt, hat auch der Andreas mir gesagt, Mensch, wir brauchen große Stars, die wir gerne auszeichnen. Wir brauchen große Stars, die wir als Laudatoren. Und du hast doch die Kontakte, Holm. Da sage ich, ja, ich mache gerne mit, aber versprechen kann ich nichts. Jedem ist es frei überlassen, dies zu tun oder zu lassen. Aber mir würde das großen Spaß machen, denn ich habe eben auch sonst große Preisverleihungen eben auch schon inszeniert. Und dann bin ich da eingestiegen 2018. In die goldene Sonne und habe dann die jetzt einmal im Jahr mit großem Buhai inszeniert, 3,5 Stunden live, und war eben auch oder bin auch verantwortlich für die Preisträger, für die Showteile und auch für die Laudatoren, und habe da nun ein großes Adressbuch, wo ich die Leute anspreche, die Preisträger natürlich, das ist auch eine Jurorenentscheid, aber sie dann anzusprechen, ob sie Zeit und Lust hätten, das ist dann meine Aufgabe. Und völlig überraschend und für mich wirklich völlig ungeahnt hatten dann Andreas Lambeck und seine Crew mir im letzten Jahr am Schluss der goldenen Sonne, der Preisverleihung, auf einmal mich aufgerufen, um mir mich auszuzeichnen für mein Lebenswerk, wo ich völlig geplättet war. Wirklich, das haben die alle dicht gehalten. Ich ahnte davon nichts. Und ich wusste im Moment auch nicht, meine ich das jetzt ernst oder wie auch immer. Nicht, dass ich jetzt mein Licht unter den Scheffel
stellen würde. Aber mir war schon klar, hinter den Kulissen, dafür habe ich mich irgendwo mal entschieden. Vor den, auf der Bühne, denen gehört der Ruhm, bin ich auch ganz wirklich der Meinung. Und hinter den Kulissen kriegen wir auch unsere Streicheleinheiten, so ist es nicht, ne, wenn auch nicht öffentlich. Und dort wurde ich dann öffentlich geehrt, habe mich sehr bedankt, habe gesagt, jetzt gehen wir aber zur Tagesordnung wieder schnell über. Ja, bodenständig. Ja. Lieber Holm, wir haben ja schon über vieles gesprochen. Einen wunderbaren Menschen haben wir aber heute noch nicht im Gespräch gehabt, deine liebe Frau Jutta. Mhm. Und bevor ich dich aus der Sendung schicke, mit dem Versprechen, dass du wiederkommst, ist natürlich die Frage, was ist für euch ein perfekter Tag? Wir haben das Glück, was gerade in unserem Mediengeschäft ja nicht selbstverständlich ist, dass wir uns schon so lange kennen, dass wir uns so innig noch füreinander da sind, dass wir einander lieben und dass wir seit 81 verheiratet sind. Ich habe Jutta einen Monat, nachdem ich Thomas Gottschalk kennengelernt habe, in Baden-Baden kennengelernt. Sie war Zuschauerin bei Telespiele. Und da ist sie mir aufgefallen im Publikum. Und dann habe ich sie angesprochen. Und daraus entwickelte sich dann was. Und deshalb feiern wir auch noch den Kennenlerntag bis heute. Nicht nur den Hochzeitstag, sondern auch den Kennenlerntag. Der 10. November 77. Im September 77 habe ich Thomas kennengelernt. Und das ist prägend für uns beide. Wir haben, und das ist das Wichtige, was wir an unserer Partnerschaft eben gemerkt haben, wir gleich und gleich gesellt sich bei uns gerne. Nicht so sehr Gegensätze ziehen sich an, das mag für andere Partnerschaften stimmen. Bei uns ist es der gleiche Humor, die gleichen Interessen, die gleiche Leidenschaft. Wir reisen gerne. Venedig ist unser, da haben wir geheiratet, unser Traumziel bis heute zu unserem Hochzeitstag. Jetzt am 15. Mai ist wieder Venedig angesagt. Also wir schwärmen von denselben Dingen und überbrücken damit auch so manche Klippe, die natürlich jede Ehe mit sich bringt, jede Partnerschaft. Jeder ist ein eigenständiger Mensch. Die Jutta ist Lektorin, eine wesentliche, wichtige Lektorin in Filmfirmen gewesen, in meiner, aber auch in früheren Filmen, also verantwortlich für Drehbücher, redigiert Drehbücher, liest Drehbücher und ist also auch vom Fach. Und dadurch ergänzen wir uns sehr gerne und sie hat eben auch mit mir gemeinsam an Wetten, dass wir in diesem ganzen Show zusammengearbeitet. Und das funktioniert, obwohl viele sagen, das kann ja nicht funktionieren. Bei uns hat es funktioniert und deshalb bin ich froh und Jutta ist auch froh. Und hier am Ammersee genießen wir tatsächlich auch unsere Freizeit. Das heißt, ihr habt euer Glück in euch gefunden. Ja. Ja, da bin ich jetzt sprachlos, weil das ist, sehen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Glück ist so einfach. Es ist einfach da und man muss es greifen. Und das habt ihr gemacht. Damit sagen wir recht herzlichen Dank heute bei meinem Studiogast Holm Dressler. Ich sage immer, überall, wo Herzen schlagen, kann man eine schöne Zeit erleben. Und unsere Herzen schlagen heute einfach für euch, für dich und deine liebe Frau. Danke für an dich auch als Gastgeber. Hat mir großen Spaß gemacht und ich hätte gerne noch weitergemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich darauf, wenn wir uns in 14 Tagen hier bei Alex Berlin wiederhören, wenn es wieder heißt Showtime mit Marc Rudolph. Meine Kollegen von Bushando Amerika stehen schon in den Startlöchern, an die darf ich jetzt das Mikrofon übergeben und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns hier in 14 Tagen wiederhören. Ihr Marc Rudolph. Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm.